Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video aus dem Bikepark OE. Mal wieder mit dem Thomas. Der hat heute extrem schlechte Laune, weil die Sonne scheint. Aber ja, Thomas. Ja, einfach mal ein Thema. Der Daniel fährt jetzt fast Premiere. Er fährt also fast 2 Jahre jetzt. Und ich fahre jetzt ziemlich genau 11 Jahre. Nachdem ich mir im November 2011 halt mal eine Freeride gekauft habe, habe ich dann irgendwann, wie ich wieder aus dem Krankenhaus kam, dann mit diesem Sport angefangen. Und wir wollten heute mal drüber reden und wollten noch mal eure Kommentare wissen, wie ihr das seht. Dieser Sport ist in einem extremen Wandel und da wollten wir jetzt mal drüber reden. Und ich wollte auch mal Daniels Sichtweise wissen, wie er das sieht. Er das alles positiv oder würde er sagen, boah, das hätte ich auch gerne erlebt. Ich erzähle mal kurz, wie das vor 11 Jahren war. Wir hatten, wenn man viel Geld hatte und viel Geld ausgegeben hat, hatte man ein sehr geiles Morwood-Rad, Eingelenker mit 10 Gängen maximal. Und einer fetten Gabel drin, eine Totem damals, das war das Maß der Dinge. Oder halt eine Mazzocchi, eine Bomber 66 oder 888, das war so, das musste man haben. Es gab Hammerschmidt-Kurbeln, wo vorne 2 Gänge Übersetzungen in der Kurbel drin waren. Alles Sachen, die jetzt nicht mehr auf dem Markt sind. Aber wo es mir eigentlich darum geht, wir haben uns an Trails getroffen, also nicht hier im Bikepark. Aber jetzt wisst ihr vielleicht, wenn ich das zu Ende erzählt habe, warum ich so gerne hier im Bikepark bin. Wir haben uns auf Trails getroffen, die ihr heute als Home-Trails kennt. Und sind die immer runtergefahren, in Witten und Wetter, also viel im Ruhrgebiet bin ich gefahren, und sind dann immer alle zusammen hochgeschoben, hatten alle eine Hobnarbe und hat man sich beim Hochfahren unterhalten und hat dann auch mal geguckt am Absprung, guck mal hier oder da ist eine Linie, da kannst du lang fahren und so. Beim Hochfahren wirklich ganz in Ruhe gequatscht, die Muskulatur entspannt, oben Helme an, Fokus wieder auf Downhill, runtergefahren, wieder hochgegangen. Diese Kultur ist außer hier im Bikepark, wenn der Lift aus ist, eigentlich so gut wie ausgestorben. Wenn es mir heute passiert, ich fahre immer noch gerne mit dem Downhiller die Trails und dann kommt hier so ein Enduro-Fahrer entgegen oder noch besser ein E-Biker, wenn du dann hochschiebst, die lachen dich aus. Ne? Warum holst du nicht ein Enduro oder ein E-Bike? Kannst du auch wieder rauffahren. Meiner Meinung nach ist dadurch dieser Sport halt sehr, sehr schnelllebig geworden und es gibt keine richtige Entschleunigung mehr und auch die Verbundenheit zur Natur ist meiner Meinung nach weniger geworden. Man kriegt das Vogelzwitschern nicht mit, man sieht nicht, wie der Baum ausschlägt. Wenn man zu Fuß durch den Wald geht, deswegen wandere ich auch sehr gerne, sieht man Sachen, die man auf einem E-Bike einfach nicht sehen kann. Und ich fand es dann immer lustig, dass gerade diese Leute, die sich dann über mich lustig machen, weil ich da hochschiebe, gucken sich dann solche Utah-Videos an. Boah, guck mal hier, die Freerider, die teilweise 3 bis 4 Stunden ihr Bike hochhiefen, um eine Abfahrt zu filmen. Ja, da ist das cool, aber bei uns im Wald ist das verpönt, man fährt drauf. Ne? Und es ist auch so, dass natürlich die heutigen Enduros so potent sind, die sind ja besser, wie ein Trailbike heute. Also mein Levo SL mit 150 mm ist ja besser vom Fahrwerk her, wie damals unsere 200 mm Bikes. Mal abgesehen davon, dass damals die Bikes ohne Motor mehr gewogen haben, wie heute die Bikes mit Motor. Jetzt wollte ich mal den Daniel fragen, wie er das sieht. Könnte er sich das vorstellen, mal einen Tag wirklich einen Trail immer nur raufzuschieben, anstatt immer diese Runden zu fahren quasi? Also ich könnte mir das schon vorstellen. Ich hatte auch schon mal überlegt, mal einfach mit dem Norco auf meine Home Trails zu fahren, weil ich einfach ja Bock habe, mit dem Downhiller mal die Home-Trails zu fahren. Ich kann das auf jeden Fall verstehen und ich kann mir auch vorstellen, wie sich das anfühlt, weil ich von früher aus meiner Breakdance-Zeit war das so ein bisschen vergleichbar, weil da war es so beim Training, es ist halt so, Breakdance ist sau anstrengend, du kannst nicht die ganze Zeit durchgängig eine Stunde trainieren, sondern du machst einen Move, einen Durchgang, ein Set tanzt du, gehst raus, alle sitzen im Kreis, dann unterhältst du dich mit einem, hey, das war cool, das war nicht so cool, mach mal so und so. Und dann geht man wieder rein. Es hat so ein bisschen so einen ähnlichen Charakter. Und ich habe tatsächlich auch, nicht nur beim Mountainbiken ist es ja so, dass alles schnelllebiger ist, sondern überall. Beim Tanzen ist es in der Szene genauso. Da ist es beispielsweise, ich sehe es so, dass in der Tanzszene ist es so, dass die Leute oft in so eine Class gehen, eine Choreografie lernen, eigentlich nur, um danach einen Instagram-Post zu machen. Und ich habe das Gefühl, bei Mountainbiken ist es teilweise ein bisschen genauso. Ist mir besonders letztes Jahr in Greenhill aufgefallen, aber auch hier in Olpe am Rasenrennen-Gap
stehen sie dann immer, wenn du beim Lift hochgezogen wirst, siehst du die Leute immer da, die Fotos machen. Und manchmal habe ich das Gefühl, es geht da teilweise dann nur darum, eine Außenwirkung zu haben. Selbstdarstellung. Selbstdarstellung, ja, genau. Ja. Einfach cool, irgendwie was zu zeigen. Und ist klar, natürlich von jemand, der YouTuber ist, über Selbstdarstellung zu kritisieren. Lustig, aber wir meinen eine andere Selbstdarstellung. Ja, also bei mir, also bei YouTube ist es so, ich mache halt einfach sehr gerne Videos. Auch wenn ihr länger mal den Kanal in die Vergangenheit guckt, auch nicht immer Mountainbike-Videos, sondern immer das, wofür ich gerade so Leidenschaft im Leben habe. Das hat angefangen mit Tanzen, das ging dann in Fitness und jetzt ist halt Mountainbiken. Vielleicht mache ich in 10 Jahren Yoga. Yoga, ja. Genau, weil nichts anderes mehr geht. Weil ich einfach einen Yoga-Lehrer brauche. Genau. Ja, also ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen, dass sich das so, ja, einfach so ein bisschen wandelt. Und was ich mir vorstellen kann, ist, dass das Community-Gefühl halt einfach ganz anders ist heute, ne? Genau, deswegen hole ich jetzt kurz aus. Das finde ich so geil, wenn wir hier im Bikepark OE sind. Deswegen ist der Bikepark OE für mich auch mit nichts vergleichbar. Ich war noch nicht in Greenhill, wir fahren ja wahrscheinlich demnächst hin. Aber in Winterberg oder Willingen gibt es dann so Spots, wo sich die Gruppen sammeln, am Pommesbudenwagen oder... Aber du hast nicht dieses, wir schieben jetzt hier zusammen hoch. Und das haben wir hier in Olpe immer noch, diese Kultur des, wir fahren zusammen an diesem Spot. Ähnlich ist es in Bergisch Gladbach bei den Dirtstylers, ja. Ne? Da ist es ähnlich. Und diese Kultur geht leider ein bisschen verloren, liegt auch daran, das hat er gerade schon angesprochen, ob ihr es glaubt oder nicht, wie ich Kind war, gab es keine Mobiltelefone. Dann kamen die Mobiltelefone und seit 2016, wenn das falsch ist, korrigiert es im Kommentar, gibt es, glaube ich, Smartphones. Und die Smartphones haben alles geändert für mich. Weil... mal eben den Shoot, mal eben hier, die Leute konzentrieren sich gar nicht mehr darauf, eine geile Zeit zu haben, sondern auf den geilen Shoot, das geile Bild, das geile Video. Und das hat Fabio Wittmann, glaube ich, mal gesagt in irgendeinem Interview. Ey Leute, fahrt. Ja, nur durchs Fahren werdet ihr bessere Fahrer. Und nur durchs Fahren brennen sich in eurem Gehirn Erinnerungen ein, die ihr später mal euren Enkeln erzählen könnt. Weil es ist total doof, seinen Enkeln dann nur das Handy zu zeigen. Und guck mal hier, guck mal hier, guck mal hier. Kinder wollen Geschichten erzählt bekommen und die kann man nur, indem man die erlebt hat, auch erzählen. Das ist meine Oldschool-Einstellung, weswegen ich auch dieses Jahr stark reduziert habe und sehr oft ohne Kamera fahre. Einfach wieder, um das einfach nur, mir geht es nur ums Fahren. Ich habe so einen Spaß beim Fahren, immer noch, obwohl mir alles wehtut, spielt keine Rolle. Sobald ich auf dem DH-Bock bin und der Daniel hat es auch schon gut zu mir gesagt, ich brauche einfach so ein Fahrrad. Ob ihr es glaubt oder nicht, ich habe ein wirklich geiles E-Light-MTB da stehen. Aber wenn ich eine Stunde Zeit habe und es ist zum Beispiel so ein Wetter, schiebe ich lieber hier 30 oder 10 mal oder 15 mal rauf und fahre hier runter die Jumpline, als mit dem E-Bike eine 4-Stunden Tour zu fahren. Ist so. Aber das stirbt, glaube ich, meiner Meinung nach aus. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Und die Schnelllebigkeit ist halt wirklich, und dieses Selbstdarstellen ist echt extrem geworden. War früher nur in Winterberg und heute ist es in der ganzen Szene schon sehr stark angekommen. Das eigentlich, das sieht man auch oft in den Kommentaren, dass es gar nicht so sehr darum geht, was ich selber leisten kann, weil Leute, die so Kommentare schreiben, haben natürlich keine eigenen Videos. Es geht nur immer darum, andere Leute bloßzustellen, zu diffamieren, anstatt, weil man selbst halt einfach keine Erlebnisse hat oder sich selbst das gar nicht traut, das zu fahren. Und in dem Sinne geht es bei mir halt immer um Spaß. Ich glaube, das kommt auch rüber und auch das vermittle ich in meinen Kursen. Mehr wie bessere Technik will ich, dass die Leute einfach ein geiles Gefühl haben. Jeder, der in meinem Kurs war, kann bestätigen, ich frage viel öfter, wie hat sich das angefühlt, wie dass ich sage, fandst du, das war jetzt eine gute Technik? Nee, das ist mir egal. Es muss sich geil anfühlen, weil dann fährst du gerne. Und wenn du gerne fährst, wirst du auch ein guter Fahrer. Also ich finde es auch nicht, man darf das nicht nur, also es klingt immer so ein bisschen negativ, wenn man jetzt so sagt, Selbstdarstellung und so, ne? Das ist halt das Maß. Ja, also ja. Ich finde halt immer, wenn, das ist ja überall so, man muss ja nicht nur, vielleicht posten das manche ja auch gar nicht, aber du kennst das vielleicht, wenn du auf einem Konzert bist, die ersten zwei Reihen, die haben schon den Platz ganz vorne, haben aber die ganze Zeit das Handy in der Hand und gucken das Konzert über den Smartphone-Display. Und so, das, ne? Schlimmste ist, die können sich in 2 Jahren nicht mehr an das Konzert erinnern, weil sie nur auf das Filmen.
Da habe ich schon, ich habe schon mal jemanden, weil auf dem, ich glaube auf einem Mauna Mars Konzert, habe ich schon mal mit Windmühle jemand das Smartphone aus der Hand gehauen. Und der war dann total sauer auf mich. Da habe ich gesagt, Alter, guck mal auf deine Eintrittskarte, eigentlich darfst du hier gar nicht filmen. Das vergessen ja auch viele, das kommt noch dazu. Dass man mal eben einen Shot macht, ey, ich bin auf dem Mauna Mars Konzert, ich bin auf dem Machine Head Konzert, total cool. Aber warum die ganze Zeit hochhalten? Weil ihr könnt euch echt 2 Jahre später nicht mehr an dieses Konzert erinnern, weil ihr nur auf dieses Filmen fixiert wart. Den Moment erleben, das ist halt eine ganz wichtige Sache, glaube ich. Das macht halt so, also ich finde immer, das macht die Erinnerung halt kaputt. Man nimmt ja auch so ein bisschen, für mich hat das so ein bisschen was, wenn ich irgendwie immer alles fotografiere oder ein Video mache, dann muss man sich ja nicht erinnern können. Und das Gehirn denkt dann so, okay, ich muss mich gar nicht erinnern, ich habe ja eh aufgenommen. Und wenn ich aber was erlebe, was ich wirklich so voll und ganz auskosten will, dann filme ich das nicht, dann bleibt mein Handy in der Tasche und ich bin halt nur da in dem Moment. Ne? Und auch wenn man, nur wenn man im Moment ist, kann man ja Dinge wirklich richtig, richtig gut tun. Das ja? kommt auch noch dazu, genau. Richtig. Das ist ja beim Mountainbike-Fahren genauso wie in anderen Bereichen. Ja, das Allerwichtigste, ne? Wenn du abgelenkt bist beim Sprung und denkst, ah, ich muss jetzt noch irgendwie cool stylen oder so, damit es cool aussieht. Genau, du bist einfach nicht bei dir und deswegen machen wir diesen Sport ja eigentlich. Warum fährt man Gravity Mountainbike und nicht Cross Country? Weil man den Kopf frei haben will. Also dieses Gefühl von Freiheit, das ist halt, geht dadurch ein bisschen verloren, weil man kommt ja immer, ich muss Content abliefern, ich muss jetzt was zeigen, ich muss posen, so, ne? Und gerade Poser, schon früher beim Skateboardplatz, waren Poser halt verpönt. Ich konnte nie skaten, deswegen habe ich mir gar keins geholt und habe mich nur daneben gestellt und bewundert. Weil ich dachte, so Posen mit dem Skateboard in der Hand, yeah, ich bin jetzt hier der, das ist halt scheiße. Und das finde ich auch, das ist auch kein schönes Erlebnis. Ne? Ja, ja. Natürlich ist es total cool, wenn man das erste Mal einen Gap springt, das erste Mal einen Drop springt, wenn man das für später als, also meiner Meinung nach immer noch geiler als Foto wie als Video, aber wenn man das halt für später hat, ist natürlich cool. Aber wichtiger ist halt, dass es echt hier eingebrannt ist, weil das kann dir in der Regel, außer wenn du Demenz wirst, kann dir das keiner mehr nehmen. Ne? Also das ist, deswegen finde ich das auch eine ganz schlimme Krankheit übrigens, nebenbei bemerkt. Demenz genau. Übel, ja. Ja, genau. Ja, könnt ihr mal drüber nachdenken, in den Kommentaren diskutieren. Das war so eine Idee, der Thomas, dem lag das irgendwie auf dem Herzen, der wollte darüber sprechen. Und dann dachte ich so, ja, dann nutzen wir doch mein Medium hier und machen das Ganze. Könnt ihr gerne austauschen. Ich kann leider gar nicht so viel dazu sagen, weil ich einfach die Zeit ja gar nicht erlebt habe. Ne? Und da ich die andere Zeit nicht kenne, finde ich die Zeit jetzt halt auch geil. Ja, aber ich kann den Daniel ohne Probleme einfach in die 90er zurückholen. Klapphandy. Thomas kam eben zu mir und sagte, ich habe ein neues Handy. Und ich dachte schon, er hat jetzt kein Smartphone geholt, das kann ich mir nicht vorstellen. Er hat mir noch diese Woche eine SMS geschickt. Genau. Also, ich finde es total toll, dass es immer noch Senioren-Handys gibt. Ich bin halt alt. Ne? Jetzt schreibt mal eure Meinung gerne in die Kommentare, auch zu Senioren-Handys, wenn ihr wollt. Lasst gerne ein Abo da. Wir sehen uns das nächste Mal hoffentlich ja, auf dem Bike. Bis dahin. Ciao, ciao. Abonnieren, Glocke nicht vergessen.